Die wunderbaren Nationalparks Ugandas. Weite Landschaften, der beeindruckende Nil. Savanne und Urwald mit reicher Artenvielfalt. Diese Nationalparks locken die Touristen ins Land und bringen dem Staat Devisen. Wenn man Afrika nur durch Nationalparks kennenlernt, entgehen einem viele Missstände und Sorgen der Einwohner. Denn im Rest Ugandas schaut die Realität ganz anders aus. Uganda ist zwar nicht direkt von Bürgerkriegen und Hungersnöten betroffen, aber viele andere Herausforderungen sind immer noch ganz aktuell. Zurzeit leben 36 Millionen Menschen in Uganda und die Bevölkerung wächst schnell. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung ist unter 14 Jahre alt. Damit ist Uganda eines der jüngsten Länder weltweit. Die Lebenserwartung liegt bei gerade einmal 59 Jahren. Durch diesen Babyboom liegt die Jugendarbeitslosigkeit bei rund 80%. Der Schulbesuch ist zwar Pflicht, trotzdem gehen aufgrund der hohen Schulkosten nicht alle Kinder zur Schule. Die Qualität des Unterrichts ist mangelhaft. Zustände wie 80 bis 120 Schüler pro Klasse und schlecht ausgebildete Lehrer sind der Alltag. Außerdem ist Kinderarbeit ein großes Problem. Fast jedes zweite Kind im Alter von 5 bis 17 Jahren trägt in irgendeiner Weise zum Familieneinkommen bei. 20% der Bevölkerung haben noch keinen Zugang zu sauberem Wasser. Und 80% haben keinen Zugang zu Sanitäranlagen. 90% aller Haushalte haben keinen eigenen Stromanschluss und 20% haben überhaupt keinen Zugang zu Strom. Müllentsorgung gibt es kaum bis gar nicht. HIV und AIDS sind wie auch in vielen anderen Teilen Afrikas ein großes Problem in Uganda. Zum Höhepunkt der Epidemie waren 18% der Bevölkerung infiziert. Heute sind es immer noch 7,3%. Uganda hat eine turbulente Geschichte hinter sich. Die Bevölkerung litt in den 70ern unter dem brutalen Diktator Idi Amin, unter dem mehr als 400.000 Menschen willkürlich ermordet wurden. Auch die Natur litt unter der irren Gewaltherrschaft Amins. Unter anderem ließ er alle Nashörner ausrotten, die aufgrund ihres Horns begehrt waren. Und auch noch der heutige Präsident, Museveni, hat diktatorische Ansätze. Er regiert schon seit mehr als 32 Jahren. Er erließ eines der strengsten anti-homosexuellen Gesetze weltweit. Auf homosexuelles Verhalten steht lebenslange Haft. Doch dank vieler internationaler Organisationen geht etwas vorwärts in Uganda. Eine davon ist die Austrian Development Agency, kurz ADA. Die österreichische Entwicklungshilfe unterstützt mit fast 7 Millionen Euro Wasserprojekte in ganz Uganda und erreicht damit knapp eine Viertelmillion Menschen. Außerdem verwaltet die ADA Gelder der EU, die wiederum in verschiedenste Projekte investiert werden. Wilbroad Turimaso erklärt das genauer. The UN General Assembly identified the access to water and sanitation as one of the goals that was lagging behind under the MDG goals. So as a result of that, the European Development Fund set aside 1 billion euros to fast track that goal. And out of that, the European Union
gave Uganda a grant of 30.5 million euros for the construction of 62 towns with access to safe water and sanitation. And the other, the Oslo Environment Agency, was given the responsibility to manage these funds on behalf of the European Union. So that's how we come in as ADA. Einige der folgenden Projekte werden von der ADA betreut und unterstützt. Kafesa Aloshias arbeitet für das Umwelt- und Wasserministerium. Er und sein Team haben diese Wasserpumpe in Kagoma District im Osten Ugandas gebaut. Das Ziel ist es, innerhalb von 30 Jahren 22.900 Personen mit Wasser zu versorgen. Bisher werden 8.000 Personen versorgt und er ist zufrieden mit den Fortschritten. The system is working well. There is no problem we have faced on this. Everyone is happy. The communities are happy for this water system. They are enjoying. Doch das war nicht immer so. Als es die neue Pumpe noch nicht gab, war die Quelle einige Kilometer entfernt und das Wasser war verschmutzt. Before we came, how they used it to suffer, they would get water down the stream there. It is actually like 2 to 3 kilometers off here, and it's a running water, surface water, where cows would be drinking, the goats would be there, the pigs would be there, and they would be having also these boreholes with water that is not treated. But this water, it's pumped from down, and when we reach there, we again treat it with chlorine to kill all of those microbacteria and everything that is within there, or any other disease-causing organism. We treat and kill and give water very safe, water, 100% safe. Für die Einheimischen hat sich vieles positiv verändert. Die Anwohnerin Sambo Felista erinnert sich an die beschwerliche Zeit zurück, bevor es das Wassersystem in ihrer Stadt Buvenge gab. Before for bring this water, it was far. You come back at home, you are tired. You go just once for water. It was far. Now it is near. Even you can send the children to fetch water. We are clean now. Water is very important for us. We are happy because of water. Water is alive. Das Projekt ist noch lange nicht fertiggestellt, sagt Bennett Kawanjara, der zuständige Zweigmanager des Kagoma Districts. As National Water and Sewage Corporation, we intend to extend more water to distant places in the villages. Dieses Projekt wurde durch Gelder der EU ermöglicht. Dafür sind die Bewohner und auch die Projektleiter sehr dankbar. We are happy about the funding because it has enabled the people of Kagoma to get safe, clean water. Auch in Kachumbala betreut das Ministerium für Wasser und Umwelt ein Projekt zur Wasserversorgung. Doch das System war veraltet. Dazu Lydia Asio, die Managerin vom Ministerium für Wasser und Umwelt. Before we came into Kachumbala, there was an old system. But by the time we came in here, considering the water demand for the town, we noticed that that tank would not be enough to feed the town. Deshalb wurde 2015 mit finanzieller Hilfe der EU ein neues System gebaut, das bis zu 9000 Menschen versorgen kann und das Wasser säubert und aufbereitet. Jennifer Rose, eine Bewohnerin Kachumbalas, und ihre Familie haben seit dem neuen System einen eigenen Wasseranschluss. Dieser Anschluss kostete 50.000 Uganda-Schilling, das sind umgerechnet ca. 11,50 Euro. Dieser hat ihr Leben um einiges erleichtert. A distance is like 5 kilometers. Polokete akipinu wame no sochore kaji kurda cha parasha. Mata sa akipinu pero sa dumne adeka taifa idi kwen. Mambo se dumuni kurda mukio ega jo chote dumjo we jek erenge kya dango ni jai. Polokwe poloko anasa iwara. Ein weiteres Projekt, das die ADA unterstützt, ist die NGO WAVE. Diese hat es sich zur Aufgabe gemacht, Wasser und Hygiene in entlegene Dörfer zu bringen.
WAVE engagiert sich in 48 Dörfern, um Lösungen für Wasserversorgungsprobleme zu finden. WAVE is a non-profit company. We've been in Uganda for roughly 5 years now, and we've done tremendous work on hygiene and sanitation. WAVE implements in around 4 areas. One is rehabilitation, 2 is preventive maintenance, the other is the capacity building of community structures, and then we do water quality testing. Bevor WAVE diese Wasserstelle saniert hat, sah es ganz anders aus. These places were completely open. There was no fence. There were animals coming in to share water with the users. But thank God for ADA, we're able to do this, rehabilitate everything here, and you can see how good it looks. This ADA project, the target is to get people out of the poverty situation, and then the other thing is really to improve people's health, have people reduction in disease outbreak, which we shall be able to get those testimonies from these communities we have intervened so far. Die Dorfgemeinschaft ist sehr glücklich über die neue Wasserpumpe. Diese hat das Leben einfacher gemacht. Der Vorsitzende der Wasserquelle erzählt vom alten System. So, agarangin na ikoparawe vgeda so. Ajechoringoli pokanakini karuoka wangina mamete monokinojo. So dodo bikonen metesa anwatu konokinsina anwagwela paipon mame community apedoret. So agarangin na ikoparawe. Iteiso bonebe eraki bibonelele. So nesejari se pogete noi kwa petunga luo chiele. Eto sama na kipingu no. Ya so kwa ne pole jo kona mata kiunu ela ete. Ai longo dai longi so ta isuru tai bam kwa na chai so kwa na ka ne pore je kitalu. Ai lo wa ite diki ni so. Ai so ba gonya ai longo ne ela yi. Ne. Eba yene kwa ene. Ya la ma ne si pulo so noi. Ai ya ya. Gottfried Draxler erklärt ein weiteres Projekt der ADA, die Wirtschaftspartnerschaften. Die Austrian Development Agency fördert Projekte von privaten Unternehmen in Entwicklungsländern, die sogenannten Wirtschaftspartnerschaften. Das Ziel dabei ist, die Lebensbedingungen der lokalen Bevölkerung in unseren Partnerländern zu verbessern. Ganz konkret bedeutet das, dass die Wirtschaft fortbelebt wird, dass Arbeit und Einkommen geschaffen werden und dass Zugang zu erneuerbarer Energie ermöglicht wird. Die Firma Sunshine produziert verschiedene Gewürze und wurde mit Geldern der ADA unterstützt. Hier wurden viele Arbeitsplätze geschaffen. Vor allem viele Bauern profitieren davon. 6.175 Bauern arbeiten mit Sunshine zusammen und durch den Lohn können sie sich vieles leisten. Unter anderem können sie ihre Kinder in die Schule schicken. Aus Green Chile. Yeah, this is my third year with this company. I planted a lot last year. And that money helped me to took my little boys to the school. We are planting chili, and we are selling to the Shansan company. Kwelute gali ingara iso semero. Borokoro lupenya manda unagwelio. Amokiani kwaeni. Sunshine hat eine Vision. We are not only interested to see that we remain where we are. What we are targeting is to go higher. In fact, what we need to see is that we break through the market and all our farmers also benefit more than what they have benefited now. Das Besondere an diesem Projekt mit der Firma Sunshine in Soroti in Uganda ist, dass es von einheimischen Unternehmerinnen, von Frauen vor allem getragen wird. Durch den Verkauf von Chili, Kräutern und Gewürzen wird den Bauern ein Einkommen ermöglicht, das sehr wichtig für sie ist. Mit dem Geld, das sie dadurch verdienen, können sie die Ausbildung der Kinder finanzieren, die Kinder auch auf Internate schicken, auch Schulsachen kaufen und sie können natürlich auch Medikamente und Arztbesuche damit finanzieren. Gemeinsam haben wir es geschafft, dass rund 80 Menschen bei der Firma Sunshine in Soroti Arbeit gefunden haben. Mehr als 6.000 Bauern werden im Projekt betreut und können ein Einkommen erwirtschaften. Und die ADA unterstützt dieses Projekt mit 200.000 Euro. Das sind 50% der Projektkosten. We as Sunshine, we are really so great.
Sunshine being as a company, and we are very happy with the support which was given to us, to the company, as by ADA, and we really say may God bless them. Thanks a lot. Solantis hat es sich zur Aufgabe gemacht, Strom für die Allgemeinheit zugänglicher zu machen. Die Firma wurde 2016 gegründet und ist mittlerweile mit 4 Shops in ganz Uganda vertreten. Ines Schreckeneder, der CEO, erklärt das Angebot von Solantis. Also unsere Produkte, wir haben ein 50 Watt Solarium-System, mit dem man einen Fernseher betreiben kann. Man kann Handy laden damit, man kann Lichter betreiben damit und auch den Radio, der in unserem Paket beinhaltet ist. Für Uganda haben wir uns entschieden, da hier ein riesengroßer Markt ist und wirklich ein riesengroßer Bedarf ist an unseren Solarprodukten. Gottfried Draxler erklärt die Notwendigkeit dieses Projekts. Das Besondere an dem Projekt mit der Firma Solantis in Uganda ist, dass hier auf einen großen Engpass im Energiebereich in Uganda reagiert wird. Man muss wissen, dass 20% der Menschen in Uganda keinen Zugang zu Strom, zum Stromnetz haben. Es gibt große Anstrengungen der Regierung, das Stromnetz zu erweitern, aber wir wissen heute schon, dass Millionen Menschen auf Jahrzehnte hinaus keinen Zugang zum Stromnetz und zur elektrischen Energie haben werden. Darum unterstützt die ADA dieses Projekt mit den Solar Home Systemen, wird auch Menschen, die in weit entfernten Gegenden wohnen, ermöglicht, elektrischen Strom zu nutzen. Das ist sehr wichtig für diese Menschen. Sie können dadurch ihre Handys aufladen und benutzen, sie können Fernsehen, sie können Radio hören und sie bekommen dadurch Zugang zur modernen Welt. Und es wurden bereits 900 Solar Home Systeme verkauft. Das heißt, 900 Haushalte, grob geschätzt 5000 Menschen, profitieren bereits von diesem Projekt und wir hoffen, dass es bald noch viele mehr sein werden. Unser Traum ist, hier einen sozialen Impact zu haben, die Lebensqualität zu verbessern der Menschen hier in Uganda. Die Community-Based Organization Kuheku verteilt Mikrokredite. What we do, we help people build houses and also we give out loans to people so they can become self-reliant. For example, for Esther, we've built her a house and it has helped her with her family to have where they can stay. One of the people we've helped and they are really successful is Judith, and she makes bags, and these bags she's able to sell them, and when she sells them she gets income that helps sustain her family. Viele weitere Menschen haben von Kuheku profitiert. Harriet hat mit ihrem Mikrokredit einen Fastfood-Stand errichtet. Ihr Mann Godfrey fährt Boda Boda. Steven und Lillian haben ebenfalls aus den Mikrokrediten einen Nutzen gezogen. Er arbeitete lange als Fischer und mit dem Kredit haben sie ihr Business aufgebaut. Auch Lissenda hat eine Vision für Kuheku. So, as the country coordinator for Kuheku, I would love to see people be really happy in the future and everyone contented that they have achieved their dream. Uganda hat ein großes Müllproblem. Fimbu, ein gemeinnütziges Unternehmen, das wie Kuheku von den Österreichern Sören und Marcella Lex gegründet wurde, recycelt Plastik, macht daraus neue Produkte und schafft damit Arbeitsplätze vor Ort. Ein Grund, warum wir auf die Idee gekommen sind, mit recyceltem Plastik zu arbeiten, ist deshalb, weil generell Müll nicht wirklich entsorgt wird. Es wird auf die Straße geschmissen, es wird gesammelt und verbrannt. Müll sieht man überall herumliegen und besonders Plastik kann nicht abgebaut werden. Und deswegen sind wir auch auf der Suche nach verschiedenen Alternativen, wie man das Plastik weiterverarbeiten kann und wieder nutzbar machen kann. We do bags out of the plastic that so many people here in this country dispose of. We thought we could use it to make different things that we do need. These bags could be used anywhere around the world. That could also put more to the fertility of the soil because we are using these plastics to do something better other than just wasting them, so we can have a hygienic environment for everyone. Mit einer anderen Methode verarbeitet Fimbo Plastikmüll zu Ski- und Wanderstöcken. We use bamboo to produce hiking and skiing poles by using OVO plastic that we recycle from the broken bensons, jerry cans, plastic bottles and many other plastic materials.
One of the ways how we get this plastic materials that we recycle to get these forms is through our local people who go and get or collect those broken plastic. They collect them, they bring them here, and we weigh them. Now, after weighing them, we give them some little money. Danach wird das Plastik geschreddert, eingeschmolzen und in Formen gepresst. Søren Lex, der Gründer von Fimbu, erklärt den Sinn des Projektes. Aus den vielen Projekten heraus, die wir jetzt in Uganda gestartet haben vor einiger Zeit, hat sich auch die Idee entwickelt, dass wir eine Ausbildungs- und Produktionsstätte aufbauen für innovative, nachhaltige Produkte, die aber auch einen sozialen Impact und sozialen Mehrwert schaffen sollen. Daher entstand dann eben die Idee, die Fimbus, also diese Bambusstöcke herzustellen. Auf der einen Seite, weil eben diese ganzen Materialien hier vorhanden sind, die ganzen Materialien hier verschwendet werden und somit sinnvoll verwendet werden können. Vor allem aber auch darum, um möglichst viele Menschen Möglichkeiten zu geben, etwas zu lernen, sich Fähigkeiten anzueignen, aber auch um eben Jobs zu bieten, damit Menschen sich damit die Schule finanzieren können, damit Familien ernährt werden können. Also für die Jüngeren unserer Angestellten bedeutet es, dass sie sich dadurch ihre Schule finanzieren können oder ihr Studium finanzieren können. Die Schulfees sind relativ teuer und ohne ein Einkommen war einer unserer Angestellten nicht in der Schule und jetzt ermöglicht es ihm, in die Schule zu gehen dadurch. Das Wichtigste neben einem fairen Lohn ist aber vor allem auch das, dass sie die Arbeitszeiten sehr flexibel einteilen können oder auch frei gestalten können. Weil für viele, wenn sie hier einen Job haben, arbeitet man 90 Stunden in der Woche, oft auch in der Nacht und man hat einfach keine Zeit für Ausbildung, sich nach einem anderen Job umzuschauen, für Familie oder andere Aktivitäten. Und deswegen ist uns vor allem sehr wichtig, dass sie für all diese Dinge, die ihnen wichtig sind, Zeit haben und trotzdem aber die Möglichkeit haben, ein Einkommen zu erzielen. Also unser Ziel ist es, dass wir die Ski- und Wanderstöcke relativ bald auf den Markt bringen. Es gibt schon Interessenten in Europa, die diese Produkte vertreiben werden. Und wir wollen das natürlich möglichst großflächig vertreiben, um aber auch hier möglichst viele Leute anstellen zu können, um einen möglichst großen sozialen Impact schaffen zu können. Aber uns ist genauso wichtig, dass wir darüber hinaus auch andere Produkte entwickeln, die für den lokalen Markt genauso wichtig sind, um einfach hier noch einen größeren Mehrwert zu schaffen. Hunderte von Organisationen engagieren sich in Uganda und im Rest der Welt, um das Leben der Menschen zu verbessern. Sei es im Bekämpfen von Hunger, im Bereich Gesundheit, im Umweltschutz mit erneuerbarer Energie, im Schaffen von Arbeitsplätzen, im Verbessern der Lebensqualität oder in der Wasserversorgung. Der Fortschritt ist klar erkennbar, sagt auch Wilbrod Turimaso von der ADA. I enjoy reaching the field and the villages, people who didn't have water, testimonies of areas that have been having a lot of waterborne diseases, typhoid, cholera, and their testimonies that now, after they receive the water, they no longer have these incidences. You find happy, more healthier communities, and it gives you a reason to go an extra mile. Auch die EU setzt Gelder ein, um sauberes Wasser für alle zugänglich zu machen. Und es ist schön zu sehen, dass europäisches Steuergeld ankommt und Menschen glücklich macht. Und ja, es geht etwas vorwärts, auch wenn noch viel zu tun ist. Definitely there is still big gap. We could do with more, but definitely we are very grateful for where we have reached now. So we thank the European Union, we thank the government of Trier, we thank the European taxpayer for giving us this support. Thank you. Während des Drehs durften wir zusammen mit Einheimischen leben. Ohne Strom und ohne fließend Wasser. In der westlichen Welt nehmen wir sauberes Trinkwasser als selbstverständlich. Doch Wasser ist nicht selbstverständlich. Noch immer haben 2,1 Milliarden Menschen weltweit keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Und das gibt es zu ändern.